Mal sehen, ob sie das bauen. Oh ja, zurück zu unserer. Stimmt, den Stockpile sollten wir dann auch mal kurz nehmen. Und hier Clay und Metal rausschmeißen, dass da nur Economic Stones landen. So. Das hilft allerdings auch nicht. Caravan has arrived. Okay. Das ist in Ordnung. Dann mach das mal bitte wieder weg. Wir machen das hier weg. Haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, als die Stairs hier zu graben? Was will ich können, weil da der Kartenrand ist, oder? Dann müssen wir es so machen. Wobei, wir könnten auch runtergraben, weil hier ist auch noch Sand. Also zu unserem hier. Broker und Move Goods. Bins. So hilft das nichts. Okay. Barblock, Barblock. Gem. Finished Goods mit verbotenen Waren drin. Das ist mir sowas von egal. Noch ein Finished Goods. Cloth Bin. Da ist noch ein Finished und da ist noch ein Finished und ein Ammo-Bin. Okay. Und ja, ich wollte Rockkoffers. Ja, ruhig mal 10 Stück. Ich sehe schon, wir brauchen hier ein kleines Nebenlager, wo wir ungenutzte Sachen hinpacken können. Und hier dann eine Reihe von Rockkoffers, wo die Leute dann ihre Sachen rein platzieren können. Ah, da. Ah ja, da kommen sie. Unloaden ihre Goods. Wir versuchen jetzt mal.
eine Treppe nach unten zu graben. Das funktioniert. Und dann hier ein bisschen auszugraben. So, können wir traden? Ja. Kupferbarren. Also das, was hier drin ist, das bringt nichts. Die Shark-Figuren da, die verkaufen wir auch nicht. Wobei, das ist eigentlich nur Masterpiece. Das können wir verkaufen. Oder nee, lassen wir es mal. Ich werfe jetzt mal erstmal alles, was wir haben, so rein. Außer Masterpieces. Und Artefakte natürlich. Wobei, die kann ich reinschmeißen. Also, Figuren von einem... Achso, ich verstehe. Da haben wir ein Embargo drauf. Deswegen sind sie lila. Gut, das sollten wir dann wirklich mal lassen, sonst verärgern wir nur unseren Chefe. Also ich habe vor, ziemlich viel diesmal reinzuwerfen in den Pott. Weil ich vorhabe, viel Zeug zu kaufen. Also natürlich nichts verkaufen, worauf ein Embargo gerade liegt. Hoffen, dass er das Embargo irgendwann wieder wegnimmt. So, das reicht jetzt erstmal gleich. Noch das Zepter, dann sind wir bei 4000. So, Kupfer nehmen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Holz kriegen wir selber. Ich nehme all eure Käfige. Cloth bin... Ja, Bins habe ich selber genug, also nehme ich nur das Zeug daraus. Weil wir müssen auch demnächst mal anfangen, unser eigenes Pigtail und Cloth anzubauen, damit wir auch Klamotten wieder machen können. Weil sie nutzen sich ja schon wieder ab. Ich sehe ja, es liegt ein Haufen Zeug rum. Wolle brauchen wir nicht unbedingt. Leder nehme ich. Gerne erstmal. Damit wir noch neue Rüstungsteile machen können. So. Was für Leder das ist, ist ja egal. Pigtail Cloth brauchen wir auch unbedingt. Welches? So. Fleisch. Fleisch ist immer gut. Meat. Jagdmeat, Donkey Meat, Mule Meat. Noch mehr Jagd, Donkey Meat, Care Meat. Cave Lobster, Pond Turtle. Den gesamten Fisch, den ihr da so habt, nehmen wir auch gerne. Auch wenn es ein bisschen weh tut, ich nehme mal 1, 2, 3, 4, 30 Plump Helmets, dass wir mehr Plump Helmets haben.
Cloth brauchen wir nicht. Schieß. Dwarven Cheese? Dwarven Cheese. So, und dann werfen wir noch mehr von unserer Seite rein. Ich habe keinen Amboss gesehen. Das nervt, ärgert mich gerade ein bisschen. So. Das ist wieder ein bisschen zu viel des Guten. Trader Profit ist in Ordnung. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Nee. Soll ich ein bisschen Holz? Nee, an Holz kommen wir selber sehr gut ran. So. No Trader needed. Und dann, ja, um Diplomatie kümmern wir uns gleich. So, Diplomatie. Let's discuss. There is much to share. Gut. Ich hätte gern nächstes Jahr Iron Anvils. Und ich nehme Munition. Und Pigtail Cloth. Und sagen wir Kuhleder dann. Ja, ist okay. Cut Gems und Amulets. Okay. Das heißt, ich sollte bald mal den Gem-Cutter dazu auffordern, Gems zu cutten. Dann kann der ein bisschen üben. Rockcrafts werden auch immer noch hergestellt. Sind ja genug Rocks da. Du brauchst keinen Wheelbarrow. Und du auch nicht. So. Und hier steht wirklich alles voll mit leeren Kisten. So, dann gucken wir doch mal. Wollen wir hier auf Sand stoßen. Okay, Fisch, du. Gut. Ja, wir müssen einmal gucken, dass wir Dimple Cups und Pigtails anbauen. Sweetpots. Getränke sollten auch nicht verkocht werden. Aber das kann alles verkocht werden, ja. Plum Pemmels müssen wir verbrauen. Davon haben wir jetzt ziemlich viele. Cave Wheat können wir verbrauen. Wir brauchen mal wieder Barrels.
Plus. Wooden Barrel machen wir mal 5. Nee. 15 Stück. Warum zur Hölle hast du das Dio rumliegen, das verrottet ist? Hier sollte eigentlich Rottenzeug gesammelt werden. Wird's auch. Warum ist das Baby-Alpaka gestorben? Ah. Stimmt eigentlich, was haben wir so an Pets Livestock, was unowned ist? Was kein Hund ist, nicht viel. Wir müssen demnächst auch mal wieder Hunde schlachten, Edda. Wir brauchen auch dringend mehr Rock-Koffers, damit die ihr Essen und so da drin aufbewahren können. Also gehen wir gleich nochmal Rock-Koffer in Auftrag. Nochmal, aber diesmal 20 Stück. So. Okay, ich sehe gerade, hier sind schon Rockkoffers drin, also brauchen wir doch nur 18. So. Weil man merkt, sie platzieren doch ihr Zeug lieber in den Koffern. Und hier ist immer noch nur. Limestone. So, dann planen wir hier mal weiter. Also ja. Das war eins zu viel. So, das müsste alles weggemacht werden. So, und dann hätten wir hier mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2.